Moin Moin, hier ist wieder euer Orca Evergreen und heute mache ich es mal wie die Nazis. Ich trinke mir ein bisschen Mut an und dann verprügele ich jetzt, na, noch nicht, das war jetzt ein bisschen zu viel gesoffen, dann versuche ich mal den Zähnen da zu verprügeln. Oder muss, kann der gar nicht. Ach nee, der nicht, aber Fettfried, richtig, Fettfried ist der Typ, den ich verkauen kann. Im besoffenen Zustand mache ich das aber nicht, so, jetzt geht's wieder. Schau an. Ist hier ein Hexer, richtig. Wir verprügeln einander für Geld. Oh, wir verprügeln einander für Geld. Interessant. Wenn ihr wollt, dass Fettfried euer Gesicht umgestaltet. Wie viel? 25 Orens. Aber sicher, ich bin dabei. Ich bin da. Wenn du auf die Schnauze kriegen willst, kleiner, fetter meine ich. Ja, ich geh's mal ein bisschen vorsichtig an. Der trifft eh nix. Ja, verdammt, auch doch, er trifft schon. Ist ein bisschen hart schnell, der Typ. Ah, okay. Er ist eine Lusche und er hat überhaupt keine Chance. Pork, weg. Ja. Schon wieder einer weg, zack, habe ich 50 Orens. Und eine neue Quest, suche dir einen stärkeren Herausforderer. Ihr habt gewonnen. Ich weiß. Wo ist meine Belohnung? Wählt. Zwei Flaschen Schwarzgebrannter und ein kleiner Happen dazu. Ein Ring oder Bargen? Ich nehme den Ring. Hat mir eh nie gefallen. Denn dieser Ring bringt letztendlich mehr als das, was man da sonst so hat. Oh, Wessner Hut, die kann ich, glaube ich, auch... ja, ihr wisst schon, was ich meine. Was kann ich für... Warum so düster Stimmung? Ich rede, tut dir es für 5 Uhr. Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem... Okay. Ja, 5 Orange sein, weil jetzt erfährt man ein paar lustige die Sachen. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verdammtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen. Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte. Aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein. Ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Richtig. Es war frostig und beißend kalt. Aber wir büßten. Wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl. Und das ist vor allem nur eine Geschichte. Was da wirklich hintersteckt, wird man noch im Laufe des Spiels erfahren. Dem will ich aber nicht vorgreifen. Das sieht richtig cool aus, finde ich. Mal die Matschtexturen da unten im Ofen ausgenommen. Ah, Fass. Feuersteine sind immer gut zu gebrauchen. Immer. Wessnerhut. Seid gegrüßt, Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet, habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Durch Zufall. Yep. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach, egal. Was kann ich euch bringen? Bier. Bier. Einen Augenblick. Ihr seid... Vergebt mich. Eure Schönheit raubte mir die Sprache. Ach, ihr wisst, wie man einer Frau schmeichelt, schöner Mann. Tja, Geralt weiß das in der Tat. Was haben wir denn hier? Brot? Oh, 30 jeweils. Klar, wie viel habe ich? 65. Ja, natürlich. Kaufen wir mal ein Bier. Also 2. Und weil, nicht nur, weil ich Spaß am Saufen habe hier, sondern... Das hat auch einen anderen Grund. Manchmal muss man nämlich mit NPCs saufen. Was kann ich euch bringen? Um sonst was. Vorerst nichts. Aber würdet ihr euch einen Moment setzen?
Wohl kaum. Ich bin ein Anständ... Jo. Seid nicht zornig. Nur ein Blinder könnte euch ignorieren. Ihr habt wahrlich eine Art mit den Frauen. Was kann ich euch bringen? Erstmal nichts. Später. Das kommt noch. So, raus hier. Was müssen wir jetzt tun? Jetzt haben wir 5 Minuten in dieser komischen Kneipe verbracht. Prügeln, saufen und Frauen anbaggern. Das ist wahrlich ein Spiel ab 18. ja. So, wenn ich mich nicht täusche. Bei den Quests, Sieg über Fatfried, wie gesagt, da haben wir jetzt ja eine Quest. Eine Geistlicher, richtig. Das brauche ich noch, ich muss den Geistlichen aufsuchen. Also, verfolgen wir die Quest. Da hinten muss ich hin. Das wusste ich aber schon. Zwergenschmied. Okay, speichern. Da war doch irgendwas. Irgendwas, wenn man dem irgendwas Bestimmtes sagte, dann redet er nicht mehr mit einem. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ja, ich bin ein Zwerg. Nein, ich unterstütze die Skoyatel nicht. Ja, ich habe Steuern und Schmiergelder bezahlt. Oft. Sogar heute. Beruhigt euch. Ich will nur reden. Ich kann im Grab ruhig sein. Optimistisch gesehen ist es bald soweit. Ich komme zur Beerdigung. Zur Hinrichtung auch. Einmal haben sie mich gezwungen, mit anzusehen, wie ein Anderling gehängt wurde. Hab mich beinahe um Kopf und Kragen gelacht. Verstehe. Man mag Anderlinge hier wohl nicht. Nirgends in den nördlichen Königreichen. Der Staatsdiener Isimas gewann jüngst einen Innovationspreis. Für die Entwicklung von Geigen speziell für Zwerge. Was ist daran so innovativ? Nichts. Aber bedenkt, was man da spart. Aus all dem gesparten Holz kann man andere Waren herstellen. Spielzeugschwerter zum Beispiel. Kann ich euch etwas fragen? Ja? Der ist sarkastisch, der Kerl. Lasst uns über Waffen sprechen. Ich bin zwar kein Spezialist, aber ich kann Schwerter schmieden. Bringt mir 3 verschiedene Erze und ich schmiede euch ein vortreffliches Stahlschwert. Okay. Ich suche nach Erz. Noch etwas. Für 35 Orens könnt ihr dieses vorzügliche Schwert fit haben. Es ist nicht gerade legal, aber ich brauche das Gold. Und ich brauche das leider nicht. Ja? Okay. Nee. Ende. Wenn man den nämlich nach den... Okay, Torbuck. Wenn man den nämlich nach den Skoyatel fragt, dann mag er einen nicht mehr so gerne. So, ich weiß aber hier jetzt auch schon, was passiert. Ich muss nämlich hier nach rechts und die Frau retten. Mit der kann man dann auch, ja. Oder muss man das bei Nacht machen? Ah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das musste man bei Nacht tun. Naja. Egal. Kinder. Tür zu leerstehendem Haus. In diesen leerstehenden Häusern findet man immer alles Mögliche. Allen möglichen Scheiß und Krims. Salpeter zum Beispiel. Ach ja, und Skelette nicht zu vergessen. Ah, Skelette sind sehr beliebt. Liegen auch überall. Wenn man hier nachts durchgeht, ist es unlustig, weil dann lauern da ständig irgendwelche Mistköter. Na. Kleiderständer. Den runden Schal kann ich einer Frau schenken. Ja, richtig. Toll. So. Da hinten ist so ein dicker Kaufmann. Wenn es Nacht ist, kann man die auch töten. Genau. Königlicher Jägersmann. Seid gegrüßt, Hexer. Ich bin der hiesige Jäger. Mann, bist du hässlich. Seid gegrüßt. Wollt ihr wissen, wieso ich weiß, dass ihr ein Hexer seid? Nicht? Na gut. Was wollt ihr? Das ist schlecht. Wie viel verlangt ihr für einen Ertrunkenen? Das kann ich euch nicht sagen. Ist mein Berufsgeheimnis. Kommt schon. Wir haben denselben Beruf. Sieht so aus. Also, wie viel für einen Ertrunkenen? Kommt auf den Kunden an. Aber im Schnitt 80 Orens. Ha. Da bin ich nie rangekommen. Ich wusste, dass mit diesen Preisen was nicht stimmt.
Beruhigt euch. Fortschritt, wo man hinschaut. Nur Hexer, Relikte einer vergangenen Epoche, arbeiten noch für ein Almosen. Und lassen sich noch dazu von denen, denen sie helfen, als Missgeburt beschimpfen. Ein anständiger Lohn für ein anständiges Tagwerk. Was war das? Ja, genau. Nichts, nichts. ja, Geralt rastet immer so nebenbei mal ein bisschen aus, wenn er irgendwelche königlichen Idioten trifft, die seinen Preis unterbieten, sozusagen. Überbieten. Sprich, der hier, für alle, die es nicht verstanden haben, der hier, wenn für einen Ertrunkenen, wenn er einen tötet, verlangt er 80 Orans von seinem Auftraggeber. Und Geralt kriegt, was weiß ich, 10 oder so. Und lässt sich dabei eben noch als Missgeburt beschimpfen und das riecht ihn ein bisschen auf. All die Leute mögen Hexer generell nicht gerne. So. Ja. Ich renne mal einfach weiter. Hier brauche ich jetzt nicht weiter was. Und mit dem Geistlichen sprechen wir dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.